Es handelt sich um Sebastian Frisch. Ja, Leno. Gleich ist es soweit. Der Friedberger Sebastian Frisch wird mit BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken singen. Mit dem Held seiner Jugend. Wahnsinn! Ich war in den 80er Jahren großer Fan von dieser Band und habe danach immer wieder verfolgt, was Wolfgang Niedecken gemacht hat. Und ja, dass das jetzt dazu führt, dass ich da mit ihm auf der Bühne stehen kann, ist gerade nicht so wirklich, ist noch nicht angekommen, ist nicht begreifbar. Ja, ich weiß, ja, das ist völlig strange. Das ist eine riesengroße Ehre. Es wird ein großes Fest sein, ja. Und was für eine Ehre. Niedecken holte sich bisher auf seiner lebenslänglichen Tour nur Stars auf die Bühne. Sebastian ist Bassist und Sänger einer Band. Doch sorry, nix gegen Nena, Xavier Naidoo oder Boss Hoss, die sonst mit oben stehen. Ja, aber willst du den Refrain mit den Hochdeutsch singen oder Kölsch? Hochdeutsch, wie schon hier in Sebastians Wohnzimmer im April. Damals hat er sich einfach spontan ans Klavier gesetzt. Das war so eine schöne Geschichte da in seinem Wohnzimmer, das war so auf Augenhöhe. Wir mussten ja nichts beweisen und er musste auch nichts beweisen. Und das hat sich einfach so schön gerunkelt. Wunderbar, so soll das sein. Es hat gefunkt. Aber gestern Abend beim Auftritt in der Stadthalle Gersthofen war das schon noch mal eine andere Nummer. Also mir ging es jetzt vor dem Soundcheck, glaube ich, ein bisschen so annähernd, ja, im Kleinen, wie vielleicht dir, keine Ahnung, 81, 82 vor den Stones. Nee, so ging es mir vor im Soundcheck. Nee, so ging es dir nicht. So ein bisschen, ich sage so im Kleinen. Nee. So ganz klein. Damals habe ich alle Symptome von Lampenfieber gehabt. Okay. Inklusive Brechreiz, Durchfall, Schweißausbrüche. Okay, so schlimm war es nicht. Ich bin dankbar dafür, wirklich dankbar dafür, dass ich aber hallo, angesehen hat man dem Friedberger seine Nervosität jedenfalls überhaupt nicht. Gerade so, als wäre die Bühne sein Wohnzimmer.